Willkommen zurück zu Dark Souls Remastered, wo wir jetzt vorher diesen Tausendfüßler besiegt haben, durch sehr billige Art und Weise, aber ich hab's geschafft. Und das zählt am meisten. Ich werde mir trotzdem mit Genuss Hennos Try anschauen. Das ist bis jetzt alles, was ich machen konnte, weil ich das Spiel blind sehen will. Ja, es gibt eigentlich nur Stellen, wo ich über die Lava muss. Das ist halt alles nicht so geil. Ich bin eigentlich für das Gebiet nur ready. Aber mit Geschieße schaffe ich das vielleicht. Ging es jetzt hier hinten noch irgendwo lang, oder? Da vorne ist aber leer, da ist auch eine Wand. Gut, hätte ich die Rüstung anlassen sollen. Jetzt habe ich mich wieder umgezogen dabei. Na gut, den Ring habe ich halt noch an. Ja, dann halt nochmal. Havel. Max Rüstung hat auch extrem hohe Feuerabwehr. Ja, ich kann ja sogar einigermaßen normal laufen. Aber ne, es ist fett tot. Gut. Hab ich vergessen, da komme ich niemals durch. Was ist jetzt? Bin der Lava gestorben. Ja, was soll ich machen? Ich muss ja weitergehen. Okay. Naja, selbst wenn ich das Schild hebe, 95% Feuer, jetzt bringt doch nichts, wenn ich Feuer um mich herum habe, oder? Kurzer Test. Ne, ich krieg genauso viel Damage. Spielt keine Rolle. Tja. Nee, niemals. Ich meine, selbst im Gegenteil, selbst wenn ich jetzt die Ninja-Rüstung anziehe, die schneller ist, die hat ja kaum Feuerresistenz. Dann burn ich da drin ja einfach schneller weg. Burn it down. Da komme ich vielleicht schneller ran. Ah, ich will da jetzt nicht 50 Schrotel lassen. Ich muss irgendwas finden, was mir Feuerresistenz verschafft. Ja, also willst du jetzt unbedingt hier weiter? Ja, ich hab halt schon den scheiß Tausendfüßler, den man irgendwie aus dem Weg schießt. Ich wäre halt gern weitergegangen. Dann sag ich dir mal, du hast schon alles, um da weiterzukommen, auf jeden Fall. Das ist so gedacht, dass du hier eigentlich nahtlos weiterkommst. Oh, der neue Ring! Jo. Was ist das für ein Ring? Was kann der? Den habe ich gerade mitten im Bossfight einfach random bekommen, wo der Boss noch nicht mal besiegt war. Der, ja, weil du den irgendwie Lava schon geschlagen hast. Na. Hätte der den auch gedroppt, wenn er aber tot gewesen wäre, oder? Ich gehe mal von aus, weil sonst würdest du ja das Spiel breaken, wenn er jetzt einfach despawnen würde. Alter, geil! Nice. Aber nur Lava-Schaden, ne? Nicht allgemein Feuerschaden. Die Gegner machen immer noch Aua. Okay, stimmt. Hättest du ihm jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Das ist halt ein Gönner. Ja, aber das wäre jetzt auch irgendwie broken, wenn im Feuergebiet, wo alles Feuer nach dir speit, jetzt du einfach einen Ring kriegst, dass du keinen Schaden mehr bekommst. Lost is a lead. Sagt mir auch was. Von da her. Ich möchte eigentlich nicht, dass ihr irgendwie böse seid. Bleibt da einfach stehen, dann muss ich euch auch nichts tun. Ich tank mich jetzt hier einfach irgendwie durch. So. Ich laufe jetzt aber so langsam, wie ich schon nie gelaufen bin. Ich sag bloß, ich müsste durch die ganze Viecher durch, also das wär's jetzt. Don't do this to me, game. Wuff, 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 wuff. Tatsächlich ist man kurz, wenn man rollt, hat man ein paar Frames, wo man nicht brennt. Sehr interessant.
merkt aber schon dafür, dass es Dark Souls ist, dass es oft auch, also es ist so ähnlich wie andere Spiele so in der Art, ne? Es gibt ein Feuergebiet, es gibt ein Eisgebiet, es gibt ein dunkles Gebiet. Es ist schon nichts Besonderes so. Feuergebieten gibt es auch in Zelda. Ja, aber das wäre halt ein Game ohne Abwechslung, also. Die fucking Universe. Du kannst ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. Also willst du jetzt auf einem Geo-Exoplaneten mit, keine Ahnung, Alien-Ratten gefunden. Zum Beispiel. Nee. Das habe ich ja gar nicht so gemeint, aber ich bin mir gerade so aufgefallen, dass so ein Flava-Gebiet zu passieren geht, was Open World hat. Ja, ist ja aber nicht schlecht, wenn man halt so abwechslungsreiche Biome hat. Das ist auch halt das, was ich an Zelda immer liebe, dass man immer sehr... Ja, Zelda ist ein Gebiet. Also es ist immer so abschnittsweise halt andere Gebiete hat. Ich bin übrigens entschieden, Lars, weil wir es mal drüber hatten. Twilight Princess wird mein erster Teil. Echt? Okay. Ja, weil es mein Liebster ist. Auch? Das ist mein persönlicher Liebling. Ja, der ist bei mir auf jeden Fall auch in der Top 3. Oh Gott, die tun ja doch noch was. Ich will euch nicht zu, bleib weg. Jungs, ich bin erstmal raus, ich bin jetzt essen. Hau da rein. Yo, okay, noch eine halbe Stunde. Ciao, ciao. Die mögen mich doch nicht, Lars. Was habe ich ihnen getan? Ja, die sind so... halb lieb. Lol, der hat sich selber damit gemacht. Was ein Lappen. Lol. Das war das, was du gerade meintest mit Feuerschaden. Scheiße. Das Schild oben halten, dann macht das natürlich nicht schon. Der kommt mir jetzt echt nach, ne? Ich glaub's nicht. Bleib doch so. Sag's wie. Guck mal, da sind zwei Items. Gott sei Dank, er geht. So, sorry, da muss ich kurz muten. Muss ich zusammenschneiden. So. Doppelmenschlichkeit. So, jetzt ist so die Frage, wo will ich eigentlich hier hin? Da, wo der Weg hinführt. Ja, toll. Die ist aber komplett random. Da unten ist... Ja. Da geht's hoch. Das sieht nicht so aus, könnte man da laufen. Und Treppen. Okay. Alles klar. Sehr gut, ich muss den Weg schon mal laufen. Hier den Leuchtfeuer, so. Das heißt, von hier aus muss es auch irgendwo weitergehen, wenn ich dann schon ein Leuchtfeuer finde. Das da vorne sieht halt sehr interessant aus. Da hinten sind aber Items. Das sind ja richtig fette Gargoyles, ne? Die hier.
Schade. Keine Ahnung, wer sich so geschmacklose Statuen in den Hof stellt. Was Sneak Attack, ey, was ist eine Frechheit. So, da ist ein sehr weiter Weg zu den Items. Ich sehe aber nicht, wie ich das uns anders hinkomme. Wobei, da drüben vielleicht. Wenn der Weg ja klar erkennbar wäre, würde ich auch nicht so dumm fragen. So. Auch noch. Toller Sound, kann man nicht anders sagen. Naja, überhaupt nicht nervig. Das mit den Wurzeln und so weiter finde ich ganz cool. Weil eigentlich macht es ja keinen Sinn, Wurzeln in Feuer so, aber das passt halt irgendwie. Ja, das sind krasse Steinwurzeln. Von diesen Steinstatuen, okay. Da ist ein Überfallkommando. Ich hänge fest. Ich glaube, ich habe mich festgebackt. Dark Souls. Ich habe mich ja wirklich festgebracht, scheiße. Ah, jetzt. Ah, jetzt ja, ein Ende. Ich kann mal auch so eine Grillparty einladen, ey. Wäre schon nützlich, so ein Ding. Ja, wenn man jetzt so springen könnte, ne? Wie in Elden Ring. Das Spiel will ganz einfach sagen, hier geht's nicht weiter. Lassen wir ihn erstmal festklitschen. An diese ganz schön roten Wurzel. Hat sich auch ein bisschen gestellt. Oder ist nichts. Habe ich das Gras abgeschnitten nicht mehr? Hab ich mich wieder die Ausdauer langsam Ausdauergeneration hier gewöhnt, ey. Das hat halt kein Feuerschutz, deswegen muss ich das hier. Kann ich das hier leider nicht benutzen? Ja.
oder Disrespect im Kampf getreten. Juckt die ja leider noch nicht viel. Ja. In der Hölle bist du. Also jetzt sind wir auch bei Chuchulu angekommen. Naja, die sind so knuffig. Ich mag die. Von den Plüsch. Wäre eigentlich eine gute Vorlage, ja. Erstmal Google. Oh Gott. Na, ist gut. Mal du Lappen. Du hast einen Ringgeist gehörtet. Ein Zauberstab, der mir nichts bringt, weil ich kein Zauber bauen. Tut mir aber ganz schön weh, wenn sie treffen. Chaos-Feuerpeitsche. Der ist für Feuermagier hier, was auch Sinn macht. In Gefahr. Mein Leben auch. Ja. Wenn auch so ist, wenn er auch so ist, gib schnell weg. Ich muss mich gewöhnen, ich will die andere wieder anziehen, aber solange ich im Feuergebiet bin, macht das keinen Sinn. Ist mein Schwert noch. Ab 20 steht Waffe in Gefahr drauf. Okay. Das ist wieder 50 verschiedene Wege, ey. Oh. Nett. Mhm.
Du hast nur Glück gehabt, dass du nicht ganz nach unten gefallen bist. Gott, sind es viele. Also viele Items. Sollte ich hier runterfallen? Also ja klar, sollte ich hier runterfallen. Ob das jetzt so klug war. Naja, oben gab es nur eine Nebelwand, keine Ahnung. Welcher Weg der richtige ist. Na du. Wenn die reinfällt, ist mein Incentive. Die Frage, komme ich überhaupt weiter, ohne runterzugehen? Wenn ich sowas könnte, ich hier hoch. Wenn ich die unten die ganze Zeit laufen höre. Ey. Da sind Treppenstufen. Dieses Geräusch, ey. Sehr gut. I have a plan. Oh, weia. So, ich zieh dir mal so aus, ich wollte dich da warnen. Ich kann Bock haben, 18.000 an einem Boss zu verlieren. Das ist ein Boss. Ich muss so runterrutschen. Ich komme immer zurück. Quatsch. Du musst die Münzen einsammeln. Oh Gott, das ist der Feuer. Ja, es ist der Typ, der. Das ist der Typ. Das ist der Junge, der uns die. Fürs Gefäß. Chaoswesen.
Gib mir den am besten an. Dass wir nicht getroffen werden, ist schon mal ein guter Plan. Wenn ich hier stehe, kann er mich auf jeden Fall treffen. Das ist gut zu sehen. Also das Ding dahin angreifen, ist nicht der Weg. Baubart! Also das beantwortet ihr nicht, alles klar. Was soll ich für Spiel aus denn eigentlich gerade angreifen? Alles? Hm. Erstmal ins Inventar gehen. Jetzt Feuer, ne? Feuerball. Das ist jetzt gut. Das habe ich mal diesen verdammt lame. Verdammt, ich hab. Da wollte ich schon gar nicht hin. Habe ich noch Bomben, die ich auf den schmeißen kann? Ich glaube nicht. Wenn auch nur gewinnen. Kann ich aktiv genutzt werden? Ja. Weiß gar nicht, wo das kommt. Dass mich das einfach stehen und es machen lässt. Ist macht dich ja nicht mal Schaden. Also es geht nicht mal in den rein, es fliegt einfach durch ihn durch. Alter, ich bin komplett verwirrt gerade. Warum ist er teilweise einfach komplett. Also er macht einfach nichts. Das ist viel zu so, ne? Klar, der ist nicht einfacher. Was ich damit sagen will, ist, dass er mich hier nicht, solange ich hier laufe, nicht treffen kann. Das ja, der ist ein bisschen weird, der Boss. Die Frage ist halt nur, würde es überhaupt was bringen, wenn ich jetzt einen Zauberring ausrüste? Weil wenn ich mit dem Bogen von da nicht treffen kann, dann kann ich noch nicht mit dem Feuerzauber von da treffen. Ja, dafür killt er mich aber dann innerhalb von zwei Vibes. Ich halte den Boss nicht. Der kann jetzt mal bloß bleiben. Ich nehme beziehungsweise schon Seelen mit, Ring ist weg. Hui, damit sind wir jetzt noch bei 220. Aber die war echt schön. Was ein Quatsch. Ich sag, wie es ist. Guter Stein, der ging an hatte. So. Jetzt kann ich nämlich nochmal leveln. Komm, warte, ich glaube 35, dann habe ich aber das Cap. Soft Cap. Warum muss ich die Schädellaterne reparieren? Ja, ich nehme einfach gesagt nicht. So, sie ihn auf den Kopf gehauen. Ja, drehst du noch? Hä? Achso.
Ja, das ist die Folge ist eh gleich vorbei. Machen wir noch zum Abschluss mal drehen. Machen wir doch. Ja, vielleicht kommt ja noch was Gutes. Was? Okay, das Ding hatte ich noch nicht, warte mal. Ah, okay. Das ist der Pfefferstreuer, den hatten wir doch schon mal. Alter, nice. Die 26, ja. Ja, darfst du so Abschluss nochmal schön dir ein bisschen Pfeffer rein und ziehen. Mal kurz Cut, hol Pfeffer, diesmal habe ich ein Facecam, diesmal sieht man es also. Nice. Nice. Wie ging das jetzt nochmal einmal auf die Hand, ne? Und dann. Mal kurz. Ja, da war ich nicht dabei, als das schon mal vorkam. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, so wie. Einatmen, ne? So auf die Hand und dann einmal schön reinziehen. Durch die Nase am besten, ne? Uah. Alles klar. Gah. Boah, irgendwie hätte ich da jetzt auch Bock drauf. Hä? Geil, Pfeffer. Jetzt schmeckt's nach Pfeffer. Jetzt riecht's nach Pfeffer. Alles toll. Schön. Schon der schwarze Pfeffer. Was? Lass mir stimmt mir leid, ich merk's schon. Was hast du genommen? Schwarzen oder bunten Pfeffer? Ich hab schwarzen genommen. Ne, ich hab auch schwarzen. Feuer, ja, das ist egal. Ich guck mir noch an hinterher, wenn ihr Lust habt. So. Haben wir es irgendwie schlimmer vorgestellt? Ja, das ist nicht ganz so schlimm, wie man denkt. Das ist. Drittelt kurz. Ja, das Gefühl, ich muss die ganze Zeit niesen, aber. Genau. Das war eigentlich das Schlimme daran. Alter, nee. Sagte er, dachte er sich gerade auch und hat mich umgebracht. Gesundheit. Indem ich gestorben bin, als ob du mich gerade ernsthaft getötet hast, indem er auf mich gesprungen ist, ey, diese. Ich hab dich gesehen, ich musste mich wegdrehen. Oh Mann, ey. Boah, das hat geschallert, aber jetzt ist wieder raus, halt. Richtig der Premium-Content. Ich hoffe, es war nicht zu laut, er hat mich extra weggedreht. Ja, ist gut. Ich verstehe, warum steht denn da auf dem Rad Hugo-Modus? Das verstehe ich nicht. Wenn ich dann nämlich draufgekommen bin, stand dann da einmal im Verstreuer die Vereinigung. Ja, also die 27 oder so müsste das gewesen sein, je nachdem. Ich stehe wahrscheinlich auch immer eine Zahl bei. Nö. Eben nicht. Deswegen. Ihr habt da glaube ich schon für euch nicht mehr. Und ja, ich laufe hier gerade einfach nur durch, weil mir die Typen aber auch in den Heft gehen. Die nutzen nur mein Schwert ab und ansonsten stehen sie rum vorher ein bisschen herum. Guck
gucken, wo es dann noch lang geht. Bevor ich jetzt 50 Stunden an dem komischen Chaoswesen da mal verbuche. Nur weil ich die anderen beiden Feuerbosse so einfach gekillt habe, ja. Ich denke, wenn ich den jetzt 6 Second Try schaffe, den tut, weil ich habe da keinen Plan gehabt, was ich da machen soll. Die Faust. Ja, aber alles in allem haben wir ja gut Progress gemacht heute eigentlich. Die Faust in dem Video. Ja. Die Faust, die von der Seite da lang kam, die konnte ich an dem Moment gar nicht schlagen, da hatte ich ja schon. Wie soll ich die Fresse bekommen? Oh Gott, mir diese Ansneaken von hinten von denen. Ja, also ich sag mal, der Boss, der ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Muss ein bisschen rumprobieren noch. So, also merken, wenn er springt, nicht von ihm treffen lassen, sonst mein Instant tot. Ja. 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 I have a little bit of problem. I'm stuck. Help me, Step Pro. I'm stuck. Oh, da glitzert. Ein Dude. Der Rüstung habe ich eh keine Chance, wenn er auch Gott feuert. Nein, hat schon eingewühlt, hat mich schon gerallt. Och Mann. Bitte. Was seid denn ihr? Jetzt wird's richtig ekelhaft. Da wird Beckmann jetzt ausgerostet. Aha. Wer bist du? Nein! Sie haben ihn! Wir werden ansterben. Hätte ich es irgendwie vermeiden können? Dass er crazy wird? Ich dachte, so leer überlebt Dark Souls eventuell. Ja. Ja. Jo. Ja. Ich will ihn nicht umbringen, Mann. Ja, du hast deine eigene Sonne gefunden. Toll, indem du von einem Wurm infiziert wurdest. Genau das fühlt sich, wünscht sich jeder. Ich hätte dich auch nicht lang gedürft oder so, ich weiß nicht. Junge! Brace the sun! Ich muss dich leider jetzt umbringen. Wenn du es nicht tust. Ich kann, weil er mit mir redet, keinen Flessersverkorn nehmen. Schulas für die Dark Souls Community! Friede! Ja, es tut mir leid. Ja, also, du kannst es eigentlich nicht verhindern. Aber, also, es gibt eine Art und Weise, wie man es verhindern kann, aber das fühlt sich halt irgendwie ein bisschen nicht intended an vom Entwickler. Aber dann taucht er auch später nochmal auf. Aber irgendwie, also, das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie die Entwickler wollten, wie sein Story Arc endet. Weil, wenn du hier halt irgendwie durch so ein bisschen Schießen rettest, dann spielt er eigentlich keine Rolle mehr so richtig. Mhm. Du kannst ihn zwar dann noch beschwören hier als goldenes Phantom und so, aber er hat halt keinen Plot mehr, sage ich mal, und auch keine Dialoge mehr im Game. Sondern es ist halt, ja, genauso. Also, okay, das ist quasi der vorgesehen Schicksal. Eigentlich, dass seine Story hier endet. Und es geht halt auch 99% der Spieler so, dass die bei ihrem ersten Run das so leer so endet halt. Ja, wie soll man das auch wissen? Da musst du ja, vorher Knowledge haben. Bei dem Blind Run hast du das vorher nicht. Das finde ich immer schade bei Spielen, dass, es, dass du da vorher Knowledge haben musst bei manchen Sachen. Und es nicht von dir aus verhindern kannst. Also ohne, dass du das Spiel kennst, eine Chance hast, so, weißt du? Ja, naja, hast du bei vielen Sachen in Dark Souls ja nicht wirklich. Manche ins Asylum kommt. Oder wo man die Puppe zu benutzen hat und das alles ist alles so ein bisschen kryptisch alles. Ja genau, da hab, also das mit der Puppe war komplett random, weil ich halt letzte Woche dann zufälligerweise mal bei den Gemälden vorbeigeguckt habe.
Weil ich habe das mir aufgespart und dann hatte ich halt danach die Puppe und habe echt nicht realisiert, dass es auch zusammenhängt. Und bei dem, war einfach random, auf das ich da Glück hatte, und bei dem Startgebiet hat mir so ein bisschen geholfen und gesagt, wo ich hingucken muss, und da habe ich es gesehen, wie ich dann da hochkomme. Ja. Ich habe es selbst vor ihm halt vorher gar nicht gesehen, erst als ich dann da rüber geguckt habe. Ja, allein halt schon auf die Idee zu kommen, da irgendwie nochmal hochzuklettern, den Weg zu finden und dann auch halt sich da hinzuhocken und mal kurz zu warten, ist halt alles schon ein bisschen komisch. Also ist klar, dass das irgendeine Bewandtnis haben muss, aber halt, ja, ist halt irgendwie alles ein bisschen weird. Ja, gut, aber ich habe jetzt hier einen Shortcut. Das ist ein guter Moment, jetzt nochmal zum Leuchtfeuer da hinten zurückzulaufen und dann ein paar zu beenden. Ja, also ja. Das ist halt Dark Souls so. Auch ja, so schade, irgendwie so leer, weil vorhin saß er ja noch da in der Lava und dann ging es ihm noch gut, noch einmal, sehr crazy. Ja, aber da war auch schon so ein bisschen, wo ist meine Sonne? Alter, Maschallah, ich bin hier irgendwie unter der Erde und überall ist Lava, hier ist ja gar keine Sonne. Aber irgendwie ist er da auf ganz komische Dinge, aber ja, deswegen ist er wahrscheinlich auch so ein Fanliebling, weil er halt so einen tragischen Arc auch hat. Und ja, er ist halt einfach, so die erste Encounter ist er halt einfach so happy und freundlich, so, ja, meine Sonne und lass uns doch einfach zusammenarbeiten. Und praise the sun. Also ja. In Demon's Souls gab es auch schon diese praise the sun Geste, aber ich glaube, es gab keinen, der das wirklich aktiv immer gerufen hat, sondern es war halt eher so ein, war da schon ein Ding, aber er ist halt das, der es so etabliert hat in der Community. Wenn das mich jetzt umgebracht hätte, dann hätte ich echt gelacht. Ja. Die Rolle. Gut, dann rasten wir nochmal kurz. Bedeutet, in dem Gebiet ist tatsächlich jetzt nur noch der Boss. Plus unten der Loot in der Grube mit den Viechern. Und der Loot am Anfang da durchs Feuer. Und da gibt es gleich schon einen anderen Weg, den ich gesehen habe, aber sonst ist das Gebiet ja gar nicht so groß. Das Flammending da unten. Ja, ne, haben wir, wie gesagt, auf jeden Fall gute Fortschritte gemacht. Sind wir so gut wie durch heute. Na ja, gut, dann muss ich nur noch rausfinden, wie ich den komischen Baumbart da besiege und dann passt das. Ja. Also gut, Leute, das war's für diese Folge. Und für diese Session. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ah ja, das letzte mache ich mal am Ende der Session für die Zuschauer. Wie viele Tode haben wir? Sehen sie zwar gerade schon eingeplant, aber. Gesagt, 220 waren wir, genau. Ja, stimmt. Das letzte war die Pfefferstreuer-Aktion. Alles klar, da enden wir mit 220 Toten. Diese Session. Also, bis zum nächsten Mal. Also, wie viele Tode waren es dann heute? Ich glaube, 205 habe ich angefangen. 15, ne? Ja, kann hinkommen. Moment. Zwei mehr als letztes Mal. Genau 15, ja. Genau, dafür, dass das, was ich diesmal gemacht habe, in meinen Augen schwerer war, als das, was ich letzte Woche gemacht habe, ist es gar nicht so schlimm, die zwei Tode mehr. Nö, zwei mehr als letzte Woche. Und zwei Boss besiegt. Genau. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.